Achim Müller, geboren 8. August 1969 in Erding, wohnhaft in Regensburg, verheiratet, geschäftsführender Gesellschafter einer Spedition, seit dem 6.10.2007 in Untersuchungshaft in der JVA Regensburg. Der Angeklagte lauerte am Abend des 5.10.2007 gegen 22.30 Uhr seinem ehemaligen Angestellten Silas Wienhardt vor einer Kneipe in Regensburg auf und verfolgt ihn auf dessen Nachhauseweg, der vom Butterblumenweg in Regensburg abzweigt und durch ein Waldstück führt. Auf etwa halber Strecke zog er Silas Wienhardt von hinten einen Jutebeutel über den Kopf. Er drückte ihm die Spitze einer Kneifzange in den Rücken, um den Eindruck zu erwecken, er habe ein Messer und drohte ihn abzustechen, wenn er nicht das mache, was er von ihm verlange. Dann zwang er ihn, sich hinzuknien und ihm die zwei Ringe zu geben, die er aus seinem Haus gestohlen habe. Als Silas Wienhardt dieser Aufforderung nicht nachkam, quetschte er mit der Kneifzange Daumen und Zeigefinger der linken Hand zusammen. Als er eine Spaziergängerin herankommen hörte, flüchtete der Angeklagte. Silas Wienhardt wurde vor Schmerz bewusstlos und brach zusammen. Die beiden Finger mussten aufgrund der erheblichen Verletzungen amputiert werden. Der Angeklagte wird somit der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung beschuldigt. Strafbar gemäß dem § 223 Absatz 1. Herr Müller, es steht Ihnen frei, ob Sie sich zur Anklage äußern wollen. Wollen Sie das? Ich will mich äußern. Bitte, was sagen Sie dazu? Natürlich habe ich Silas die Finger nicht abgeschnitten. Ich war zu Hause bei meiner Frau im Bett gelegen und habe geschlafen. Ihre Ehefrau, kann dir das bestätigen? Leider nein. Ab und an nimmt sie was, um sie besser schlafen zu können. Mhm. Ein leichtes Schlafmittel gegen meine Migräne. Ich nehme an, Sie sind Frau Müller. Ja, genau. Sie können gerne hier zuschauen, aber bitte nicht dazwischenreden. Ja? Entschuldigung. Ja. Sie sagen, ab und an nimmt Ihre Frau ein Schlafmittel, auch an dem Abend? Leider Gottes ja. Als ich zu ihr ins Bett gekrochen bin, hat sie schon tief und fest geschlafen. Und wann sind Sie zu Bett gegangen? Das muss so gegen 22.30 Uhr gewesen sein. Das heißt doch, ich kann es gar nicht gewesen sein. Und warum sollte ich einem ehemaligen Angestellten von mir zwei Finger fast abtrennen? Ganz einfach, weil Sie davon ausgegangen sind, dass Silas Wienhardt kurz zuvor, also am selben Abend, bei Ihnen eingebrochen ist und Ihnen zwei Ringe entwendet hat, die Sie unbedingt wiederhaben wollten. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Das ist überhaupt kein Quatsch. Und weil Wienhardt Ihnen nicht sagen konnte, wo die Ringe sind, da haben Sie ihn gefoltert. Also dieser angebliche Einbruch, der war für mich sowieso keiner. Wie meinen Sie denn das? Na, Danielle, unser französisches Au-pair-Mädchen, die hat sich das alles nur eingebildet, mit diesem Einbruch. Wie kommen Sie darauf, dass sie sich den Einbruch nur eingebildet hat? Na, es hat überhaupt keine Einbruchsspuren gegeben und entwendet worden ist auch nichts. Was ist denn das für ein Einbrecher? Und warum sollte der das überhaupt tun? Und da sind Sie sich absolut sicher, dass nichts gefehlt hat? Absolut sicher. Das ist doch vollkommener Blödsinn mit den zwei Ringen. Ich trage mein Leben lang nur einen Ring und das ist mein Ehering. Und meine Frau, die steht nicht auf Schmuck. Die trägt auch nur ihren Ehering. Tatsache ist jedenfalls, dass Sie im Wald von Ihrem Opfer zwei Ringe eingefordert haben. Und diese zwei Ringe müssten ganz wichtig für Sie gewesen sein. Sogar so wichtig, dass Sie dafür einen Menschen gefoltert haben. Nur um zu erfahren, wo diese Ringe sind. Ich habe niemanden gefoltert. Herr Müller, erklären Sie mir doch mal bitte, wo diese ganzen Mückenstiche herkommen. Wir haben sogar hier auf der Tafel Bilder von Ihren Unterschenkeln. Die Mückenstiche sind bei Ihrer Festnahme festgestellt worden. Ich habe keine Ahnung, wo diese Mückenstiche herkommen. Ich meine, wir haben den Garten. Und da habe ich kurz vorher vielleicht noch die Hecke geschnitten und das daher kommt. Das glaube ich aber nicht, Herr Müller. Und das kann auch gar nicht sein. Diese Mückenstiche, die stammen von einer ganz seltenen Mückenart, genannt Culicida nerophilis. Und genau diese Mückenart hat am Tatort im Wald das Opfer, Herrn Wienhardt, und die ermittelnden Beamten gestochen. Ja. Und offensichtlich auch Sie, wie man hier sieht. Ja und? Das bedeutet ganz einfach, dass Sie am Tatort waren, Herr Müller. Und diese Mücken gibt es in Ihrem Garten nicht. Also, ich war es nicht. Herr Müller, erklären Sie doch bitte mal dem Gericht, warum Sie Herrn Silas Wienhardt, der bei Ihnen als LKW-Fahrer in Ihrer Spedition angestellt war, vor circa 7 Monaten entlassen mussten. Ja, ganz einfach. Der hat in die Firmenkasse gegriffen und 2000 Euro gestohlen. Und warum hat er das damals getan? Also, genau weiß ich das auch nicht, aber er hat schon immer Schulden gehabt und war mir schon immer etwas suspekt. Hm. Haben Sie denn den Herrn Wienhardt, nachdem Sie ihn vor 7 Monaten entlassen haben, noch mal gesehen? Der kam ab und zu bei uns in der Spedition vorbei. Und wann haben Sie den Herrn Wienhardt zuletzt gesehen? Das muss kurz vor der Geschichte mit den Fingern gewesen sein. Und wo haben Sie ihn da gesehen? Na, er kam zu mir ins Büro und hat mich nach seinem alten Job gefragt, den er wiederhaben wollte. Aber ich habe natürlich gesagt, dass da keine Chance besteht. Ich meine, jemand, der in die Firmenkasse gelangt hat, der kann es auch ein zweites Mal tun. Und wie hat er bei diesem Gespräch auf Sie gewirkt? Er war ziemlich aufgeregt. Er scheint ziemlich unter Druck gestanden zu haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen seinen Schulden. Mhm. Da haben wir es doch gehört. Dieser Silas Wienhardt, der war panisch, der stand unter Druck, weil er dringend Geld brauchte. Und deshalb bin ich mir auch sicher,
dass er sich Geld geliehen hat bei irgendwelchen falschen Kreisen, bei irgendwelchen dubiosen Geldquellen, Kredithaien. Und natürlich muss er dieses Geld zurückzahlen. Und als er das nicht konnte, da wurde er dann als Warnung in diesem Waldstück malträtiert. Ach komm, der Verteidiger, für diese aberwitzige Theorie haben Sie doch überhaupt keine Grundlage und schon gar keine Beweise. Warten Sie es doch mal ab, Herr Kollege. Sie können mir doch bislang auch nicht schlüssig erklären, was es mit diesen beiden Ringen, von denen jede Spur fehlt, auf sich haben soll. Noch jemand Fragen an den Angeklagten? Keine. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Silas Wienhardt, bitte schön. Und Sie setzen sich bitte zu Ihrem Herrn Verteidiger. Herr Wienhardt, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ist schon klar, oder? Sie heißen Silas Wienhardt, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Regensburg, Sie sind ledig, sind LKW-Fahrer an sich, zurzeit aber arbeitslos und mit dem Angeklagten hier weder verwandt noch verschwägert. Nein, bin ich nicht. Das ist mein ehemaliger Chef, dem habe ich das Ganze hier zu verdanken. An dem Abend des 5. Oktober 2007, was haben Sie denn da eigentlich in diesem Waldstück nahe Regensburg gemacht? Naja, da bin ich gerade aus meinem Stammlokal in 1000 Volt gekommen. Und wollte auf den schnellsten Weg nach Hause. Das ist nun mal dieses Waldstück. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nicht gedacht, dass mir da irgendwas passieren könnte. Die Kneipe ist was? 1000 Volt heißt die? Ja, ne? 1000 Volt. Wie lang, von wann bis wann waren Sie da? Ich habe mich um 19 Uhr mit meinen Freunden, Bekannten verabredet, um eine Runde Karten zu spielen. Mhm. Und ich habe den Laden ungefähr um 22.15 Uhr oder 22.20 Uhr verlassen und habe mich dann sofort... Sind Sie da öfter am Freitagabend? Ziemlich, ja. Ziemlich. Wusste das der Angeklagte, dass Sie da öfter sind? Ja, sicher. Ich habe ihn sogar ab und zu mal mitgenommen. Wenn meine Freunde oder Bekannte ausgefallen sind oder wenn ich noch einen Mitspieler bräuchte zum Kartenspielen. Und deswegen hat er auch ganz genau gewusst, wo mein Zuhauseweg ist. Aber natürlich kenne ich den Weg vom 1000 Volt zu dir nach Hause. Aber das heißt doch noch lange nichts. Logisch. Guck dir das doch mal an. Du bist schuld an der ganzen Sache. Als Sie da auf dem Nachhauseweg waren, durch den Wald, haben Sie ja bemerkt, dass Sie irgendjemand verfolgt? Anfang nicht wirklich. Nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, dass jemand ziemlich dicht hinter mir herläuft. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich auch umgedreht. Mhm. Und haben Sie gesehen, wer Sie verfolgt? Natürlich. Ich habe mich umgedreht und auf einmal stand mein Chef, mein Ex-Chef, Achim hinter mir und stand so dicht vor mir, ich habe ihm direkt ins Gesicht schauen können. Ach, du musst doch irgendwas ordentlich durcheinander bringen. Ich war das nicht. Ich bring da überhaupt nichts durcheinander. Du hast mir doch das ganze Zeug hier verpasst, meine Finger. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch nicht wahr. Sagen Sie mal, Herr Wienhardt, haben Sie auch gesehen, oder können Sie sich erinnern, was der Angeklagte anhatte zu diesem Zeitpunkt? Naja, als ich mich umgedreht habe, dann habe ich einen dunklen Anzug vor mir gesehen. Den hat Achim normalerweise im Geschäft auch immer getragen. Und ein weißes Hemd darunter. Haben Sie es gehört, Herr Müller? Dunkler Anzug, weißes Hemd. Und wir werden später noch eine Zeugin hören, die genau dasselbe bestätigen wird. Mal sehen, was die Zeugin hier aussagen wird, Herr Staatsanwalt. Aber noch mal zurück zu Ihnen, Herr Wienhardt. Was hat der Angreifer denn gemacht, als Sie sich zu ihm umgedreht haben? Er hat mir blitzschnell so eine Art Jutesack über den Kopf gestülpt. Schauen Sie mal, ich habe hier einen Jutesack. War das so einer? Könnte der gewesen sein? Ja, das ist er, ja. Mhm. Das heißt aber, dass Sie den Angreifer maximal eine Sekunde gesehen haben können. Ja, schon, aber... Dann hatten Sie ja prompt diesen Sack über dem Kopf. Ja, klar. Deshalb wundert es mich, wie Sie in diesem dunklen Waldstück so eindeutig sagen können, dass Sie meinen Mandanten erkannt haben wollen. Ich habe ihn erkannt. Es ist... Ich weiß auch nicht, wie schnell das ging. Er hat mir den Sack drüber gestülpt und ich konnte gar nicht reagieren. Ich war viel versteinert. Und er hat mir auf einmal so eine Art Zange in den Rücken gedrückt oder ein Messer. Oder. Mhm. Kann es eine Kneifzange gewesen sein? Ja, es ist gut möglich. Wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Er hat nur gesagt, dass er ein Messer hinter mir hätte und dass er mich umbringen würde, wenn ich nicht genau das tun würde, was er zu mir sagt. Ja. Ich frage das deshalb, weil nämlich die Tatwaffe ist bis heute nicht aufgetaucht, die ist verschwunden. Aber der Arzt hat aufgrund ihrer Verletzungen festgestellt, dass sie wohl mit einer Kneifzange verletzt worden sind. Ja, das mag sein. Ich erinnere mich da auch nicht mehr so genau dran. Ich wollte auch nicht wirklich rausfinden, was er hinter meinem Rücken hat. Also habe ich alles gemacht, was er von mir verlangt hat. Und was wollte der Angreifer von Ihnen? Naja, als ich vorhin auf dem Knien lag, da hat er auf einmal angefangen von irgendwelchen Ringen zu faseln. Ich habe gar nicht kapiert, was er wollte. Haben Sie denn den Angreifer gefragt, welche zwei Ringe er meint? Ich habe ihn gefragt. Oder wieso Sie zwei Ringe haben sollen? Oder? Ich habe ihn gefragt, aber er hat mir nicht wirklich eindeutig was gesagt. Er ist immer noch aggressiver geworden und hat mich angebrüllt. Ich soll ihm nicht die Klappe halten, sonst macht er mich fertig. Ich habe ihn angewinselt, er soll aufhören, aber ich wusste einfach nicht, um was es geht. Und dann... Und dann was? Dann hat er meine linke Hand gepackt und nahm meinen Zeigefinger und ich habe eine Art Schere gespürt. Und ich meine, sehen Sie sich doch an, es
waren tierische Schmerzen und ich habe ihn angebettelt, er soll aufhören, aber dann hat er den Daumen geschnappt und gut, das Letzte, was ich mitgekriegt habe, bevor ich ohnmächtig wurde, ich habe in der Nähe einen Hund bellen hören. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch weiß. Silas, das mag ja sein, es tut mir alles schrecklich leid, was dir da passiert ist, aber ich habe damit nichts zu tun. Ja klar, logisch. Hey, hallo, du hast mir das angetan und alles nur wegen angeblichen zwei scheiß Ringen, die ich haben soll. Du hast mich zum Krüppel gemacht, guck dir das mal an. Das ist doch egal. Sagen Sie mal, Herr Wienhardt, wie sieht's denn eigentlich bei Ihnen so in finanzieller Hinsicht aus? Naja, ich meine, wie soll's bei einem arbeitslosen LKW-Fahrer schon aussehen? Ich schwimme nicht gerade in Geld. Ein gutes Stichwort. Sagen Sie mal, seit wann sind Sie eigentlich arbeitslos und warum? Vor circa 7 Monaten hat mich Achim entlassen. Mhm. War's das? Nein, das war's noch nicht. Ich möchte wissen, warum Sie mein Mandant gekündigt hat. Ich habe mir mal bei ihm Geld geborgt. Geborgt? Mhm. Das ist ja wohl ein Witz. Geklaut hast du sie aus der Firmenkasse genommen. Ja, geklaut, gut, aber ich habe meine Strafe erhalten für die 2000 Euro, oder? Naja, also nicht ganz. Sagen Sie mal, hat sich eigentlich Ihre finanzielle Lage seitdem gebessert oder sind Sie immer noch in finanziellen Nöten? Gebessert, nein. Gut, ich meine, seit dieser Vorstrafe will mich ja kein Arbeitgeber mehr haben. Und die ganzen anderen Chefs nehme ich wahrscheinlich auch nicht mit Handkuss, oder? Das heißt, Sie finden keinen Job mehr. Und haben immer noch Geldprobleme. Wollen Sie mir das sagen? Ja. Ich habe mal recherchiert, Herr Wienhardt. Ja? Und da habe ich herausgefunden, dass Sie 40.000 Euro Schulden haben. Und in Ihrer finanziellen Zwangslage haben Sie dann vor 2 Monaten bei einer ziemlichen in Verruf geratenen Kredithai-Firma einen Kredit von 10.000 Euro aufgenommen. Ja und? Dieses Unternehmen ist dafür bekannt, horrende Zinsen zu verlangen. Das ist doch meine Sache, wo ich mir mein Geld herbeschaffe, oder? Wann mussten Sie denn, Herr Wienhardt, diesen Kredit zurückbezahlen? Weiß ich nicht mehr so genau. Darauf werden Sie doch wohl eine Antwort wissen, Herr Wienhardt. Ja, ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid, außerdem, ich denke mal, es interessiert doch auch gar nicht, oder? Doch, es interessiert uns sehr. Ich meine, dass dieser Überfall im Wald und die beiden fehlenden Finger eine Warnung an Sie waren. Ach. Dass Sie möglichst bald Ihre Schulden an diese Kredithaie zurückbezahlen sollen. Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, wenn ich hier schon vor Gericht sitze, dann können ich die Jungs ja auch vor Gericht zerren und fertig machen. Aber warum soll ich danach ihm die ganze Schuld zuschieben? Das machen Sie deswegen nicht, weil Sie Angst haben, dass dann noch viel mehr passiert, wenn Sie diese Männer benennen. Ach, Blödsinn. Und weil Sie aber einen Schuldigen brauchen, belasten Sie einfach meinen Mandanten. Und warum? Weil Sie den Herrn Müller ja ohnehin für Ihre finanzielle Misere verantwortlich machen, weil der Ihnen gekündigt hatte. Das ist doch alles Schwachsinn. Hören Sie mal, ich habe doch Augen und Kopf und Ohren vor allen Dingen. Schauen Sie sich mal diesen jungen Mann da hinten im Publikum an. Der fixiert Sie schon die ganze Zeit während Ihrer Aussage. Meinen Sie mich? Komischerweise in dem Moment, meinen Sie etwa mich? Wo Sie kritische Äußerungen haben zu den Schulden, die Sie haben. Sie meinen mich? Räuspern Sie sich ständig. Ja, ich meine Sie. Ich kenne ihn gar nicht. Da gibt's überhaupt nichts zu lachen. Hören Sie, ich bin rein zufällig hier. Ich kenne hier niemanden. Und den da schon gleich gar nicht. Ich habe den auch noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Sie sind rein zufällig hier. Ein Kumpel von mir hat nebenan einen Scheidungsprozess laufen und da darf keiner rein. Und irgendwie muss ich mir die Zeit totschlagen. Ach, hören Sie doch auf. Und ich dachte, das hier wäre ganz spannend. Jetzt hören Sie doch auf. Wieso räuspern Sie sich denn dann die ganze Zeit? Ich habe einen Frosch im Hals. Ach, das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Wieso versuchen Sie hier offensichtlich den Zeugen Silas Wienhardt ständig zu beeinflussen? Wie heißen Sie denn? Mike Dusek. Jetzt frage ich Sie einfach mal, Herr Dusek. Kann es sein, dass Sie hier sind, um den Zeugen irgendwie einzuschüchtern oder zu beeinflussen? Herr Richter, natürlich nicht. Aber ich sag Ihnen was. Wenn Sie mich hier nicht haben wollen, dann gehe ich halt. Bitte. Hab ich nicht gesagt, dass Sie mich haben wollen, aber natürlich können Sie auch gehen. No, nachdem wir jetzt die Verschwörungstheorien des Herrn Verteidigers erledigt haben, können wir es vielleicht den nächsten Zeugen hören. Fühlen Sie sich da mal nicht so sicher, Herr Staatsanwalt? Gibt es denn noch Fragen an den Herrn Wienhardt? Herr Wienhardt, dann nehmen Sie bitte hin Platz. Daniel Ardon, bitte schön, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Ardon, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Platz. Zuallererst vielleicht gleich die Frage, sprechen Sie ausreichend Deutsch oder brauchen Sie einen Dolmetscher? Nein, ich verstehe das gut. Gut, dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie als Zeugin hier nicht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich weiß. Sie heißen Daniel Ardon, Sie sind 19 Jahre alt, Sie wohnen in Regensburg, Sie sind französische Staatsangehörige, Sie sind ledig, Haushaltshilfe von Beruf. Eigentlich bin ich als Au-pair eingestellt, weil die Müllers bald Kinder haben wollen. Mhm. Aber momentan arbeiten Sie noch als Haushaltshilfe, oder? Mhm. Ja, genau. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Der Angeklagte, der soll den Silas Wienhardt, das ist der Herr dahinter, in einem Waldstück bei Regensburg überfallen haben und mit einer Kneifzange so schwer verletzt haben, dass ihm 2 Finger amputiert werden mussten. Und zwar das Ganze, weil angeblich der Wienhardt vorher
beim Angeklagten zu Hause zwei Ringe gestohlen haben soll. Ich weiß, das tut mir alles so furchtbar leid. Irgendwie bin ich ja an allem schuld. Wieso sind Sie an allem schuld? Na, ich habe Herrn Müller doch von dem Einbrecher erzählt. Mhm. Wann genau soll dieser Einbruch stattgefunden haben? An diesem 5. Oktober, so gegen 21 Uhr. Mhm. Da habe ich diesen Mann bei uns, also bei den Müllers zu Hause, durch das Wohnzimmer laufen sehen. Wo waren Sie da genau? Ich bin gerade aus meiner Kellerwohnung gekommen und in die Küche gegangen, um mir etwas zu trinken zu holen. Mhm. Und dann habe ich durch die Durchreiche in der Küche den Einbrecher im Wohnzimmer gesehen. Und wie hat dieser Mann ausgesehen? Er war groß, hatte braune, kurze Haare und hier so eine Bart. Und das haben Sie alles auf die Schnelle aus der Küche erkannt? Aber natürlich! Ich habe sogar noch gerufen, ey, was machen Sie da? Und dann ist der Einbrecher vor Schreck erst mal selber dagestanden, wie angewurzelt. Und dann ist er aber losgelaufen und durch den Garten abgehauen. Und was haben Sie dann getan? Ich war total geschockt. Ich hatte richtig Angst. Ich wollte am liebsten gleich die Polizei rufen. Aber dann ist Erwin Erd von der Arbeit nach Haus gekommen und dem habe ich dann alles erzählt. So, und wie hat Herr Müller auf diesen Einbruch reagiert? Er ist sofort durch das Ganze ausgelaufen, hat geguckt, ob irgendwas fehlt. Mhm. Warten Sie auf irgendwas? Ich? Ja, weil Sie gerade mitten in der Vernehmung auf Ihre Armbanduhr schauen. Nein, das ist, ich bin noch nervös. Ich war vorher noch nie bei einem Gericht. Naja, okay, dann zurück zum Tatabend. Hat irgendwas gefehlt nach dem Einbruch im Haus? Angeblich nicht. Ich kann das ja nicht beurteilen, weil das ist ja nicht mein Haus. Aber von den Sachen, die offen rumstanden, war wirklich noch alles da. Hat Herr Müller dann die Polizei gerufen? Nein. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht. Das war sehr komisch. Daniel, ich habe dir doch ganz genau erklärt, warum ich die Polizei nicht gerufen habe. Ja, das ist schon richtig. Aber komisch war es trotzdem irgendwie. Was hat Herr Müller Ihnen denn erklärt, wieso er keine Polizei rufen wollte? Ja, wissen Sie, Frau Müller hat schon immer eine furchtbare Angst vor Einbrechern gehabt. Sie wollte auch schon lange eine Alarmanlage im Haus haben. Naja, und nun war der auf einmal plötzlich wirklich ein Einbrecher, der aber nichts gestohlen hat. Und da wollte Herr Müller seine Frau eben nicht beunruhigen. Ich glaube, er wollte ihr gar nicht von dem Einbruch erzählen. Tja, aber die Beschreibung von diesem Einbrecher, die wollte der Herr Müller schon von Ihnen haben. Ja, und deswegen mache ich mir ja auch solche Vorwürfe. Ja, sowas nennt man Pech, ha? Es tut mir alles so leid. Ich wollte doch nicht, dass ein Unschuldiger Ärger bekommt. Aber ich musste Herrn Müller doch den Einbrecher beschreiben. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sofort losrennt und Ihnen etwas tut. Ich kenne Sie doch gar nicht. Na super, danke, recht herzlichen Dank. Daniel, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das Silas angetan habe, nur weil du mir das am Abend erzählt hast. Ich glaube nach wie vor, dass du diese komische Einbruchsszene nur eingebildet hast. Und das habe ich dir an dem Abend auch gesagt. Ich habe mir den Einbruch aber nicht eingebildet. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Aber wie kann es denn sein, dass bei meinem Mandanten angeblich eingebrochen wurde? Aber es gibt keinerlei Einbruchsspuren. Ja, wissen Sie, das ist wahrscheinlich auch meine Schuld. Ich vergesse eben manchmal, die Terrassentüre zuzumachen. Also haben Sie denn an dem Abend tatsächlich die Türe offen gelassen? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht sicher, aber der Einbrecher kann eigentlich nur so hereingekommen sein. Nachdem Sie dem Herrn Müller von dem Einbruch erzählt haben und den Täter beschrieben haben, was haben Sie dann gemacht? Ich bin durch das Haus gegangen und habe alle Fenster und Türen kontrolliert und zugemacht. Danach bin ich zurück in meine Kellerwohnung. Herr Müller hat zu mir gesagt, ich sollte mir keine Sorgen machen. Und wir hatten alles abgeschlossen. Damit war die Sache für mich erledigt. Wissen Sie, was der Herr Müller dann gemacht hat? Nein, das weiß ich nicht. Haben Sie mitbekommen, ob er vielleicht in der Nacht das Haus noch mal verlassen hat? Nein, darüber kann ich auch nichts sagen, weil in meiner Kellerwohnung kriege ich auch nichts mit. Ich habe Herrn Müller erst am nächsten Morgen wieder gesehen, zusammen mit der Polizei. Ja, danke. Gibt es noch Fragen an die Frau? Keine Fragen. Bleiben Sie unvereidigt, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Dankeschön. Ist noch was, Frau Ader? Wollen Sie mich denn gar nichts mehr fragen? Ja, wollen Sie uns noch was erzählen? Ich weiß nicht. Wenn Sie mir noch was zu erzählen haben, gerne. Also ich habe keine Fragen mehr. Naja. Sollte ich denn noch irgendwas wissen? Nein, vielleicht auch besser nicht. Jetzt Moment mal, also, wenn Sie noch irgendwas zu sagen haben, dann sagen Sie es doch bitte jetzt von sich aus. Also mir fällt auch die ganze Zeit schon auf, wie nervös Sie sind. Sie schauen immer auf die Uhr, genau, und nach hinten zur Tür. Nein, nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Na gut, dann lassen wir es mal dabei. Dann dürfen Sie sich nach hinten setzen. Kerstin Schumann, bitteschön. Darf ich noch kurz auf die Toilette? Klar, Sie müssen überhaupt nicht hierbleiben. Sie sind ja entlassen. Okay.